Wieder zurück in der Werkstatt werde ich mich heute nochmal der Hochebene widmen. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich ja die Kopfbänder in den mittleren drei Verstrebungen weggelassen. Das will ich so nicht auf mir sitzen lassen. Das heißt, ich werde noch einen Versuch unternehmen, das Ganze zu beheben, indem ich die Längsbalken von vorn nach hinten nochmal nach oben raushebe und dann nochmal versuche, die Zapfen einzubauen. Wenn ihr das jetzt hier seht, dann hat das funktioniert. Ansonsten lasse ich das Intro einfach weg und ihr werdet es nie erfahren. Davon aber unabhängig habe ich jetzt die USB-Platten gekauft für den Boden der Hochebene. Das heißt, in diesem Video wird es auf jeden Fall darum gehen, den Boden für die Hochebene fertig zu machen. Ich melde mich jetzt nochmal vom Videoschnitt und möchte mich schon im Voraus für die teilweise schlechte Qualität des Videos entschuldigen. Es gab einige Probleme bei den Aufnahmen und dadurch ist die Qualität nicht optimal. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder vergessen, die Kamera einzuschalten. Was ihr jetzt hier hinten schon seht, ist, dass ich jetzt hier so einen Querbalken gespannt habe. Der ist, damit die senkrechten Stützen miteinander verbunden sind und erstmal stehen bleiben, so dass ich oben den Querbalken rausnehmen kann, den Längsbalken. Das ist jetzt der Plan. Genau. Kamera läuft, Kamera sieht. Der erste Längsbalken hat sich jetzt relativ gut wieder nach oben schlagen lassen. Das heißt, die Dübel stecken zwar jetzt noch in den senkrechten Balken drin, aber ich konnte es halt nach oben rausschlagen. Das ist ganz schön. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich den da oben drauf liegen lasse. Ich habe jetzt mal probiert, ich kann die einzelnen Querbalken hochheben. Das heißt, der nächste naive Versuch wäre, in diese drei Mittelstücke, zumindest auf dieser Seite, erstmal dort die Kopfbänder reinzukriegen. Und falls das ansatzweise funktionieren sollte, dann den Balken wieder zurückrollen und dann wieder oben drauf setzen. Ihr werdet sehen, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Da habe ich ein bisschen das Problem, dass ich die Zapfen ja teilweise schon zurechtgeschnitten hatte, also kleiner geschnitzt habe, bei dem ersten Versuch, die da irgendwie reinzukriegen. Und jetzt haben wir natürlich den Salat. Jetzt sind wir natürlich zu klein und rutschen da drin rum. Das heißt, ich werde da jetzt kleine Holzplättchen reinlegen müssen. Auch nicht ideal, aber vielleicht hält es dann zumindest. Ich habe ja auch noch ein paar Zapfen, die noch nicht bearbeitet wurden. Das heißt, die sehen auch ganz gut aus. Und dann werde ich jetzt mal schauen, ob die dann vielleicht reinpassen. Aber so wie das bisher gelaufen ist mit den Zapfen, wird das auch nicht ganz formschlüssig werden, fürchte ich. Ich habe euch jetzt hier mal ein Stück näher rangeholt, um euch das mal zu zeigen. Das Problem, was ich auch schon im letzten Video besprochen habe, nämlich dass der Zapfen oder das Kopfband vielmehr hier ziemlich gut passt. Ich habe hier vorne nur einen kleinen Schlitz, aber mit einer kleinen Anpassung würde das super passen. Und auch hier passt das Kopfband eigentlich super. Ich habe auch hier oben noch einen kleinen Schlitz, aber wenn der oben noch ein Stück weiter rangehen würde, dann wäre der automatisch auch hier unten dann an der Seite noch ein Stück näher dran. Das ist also kein Problem und die Verbindung sieht eigentlich super aus für meine Verhältnisse. Aber das Problem ist hier oben. Diese beiden Balken sollten hinten an der Rückseite eigentlich bündig sein. Aber es fehlen einfach mal 2, 2,5 cm. Und ich weiß noch nicht, an welcher Stelle ich mich da vertan habe, dass das nicht passt. Das heißt, ich muss jetzt wieder anfangen, die Zapfen zurechtzuschnitzen. Und dann wackeln sie halt wieder in den Zapfenlöchern drin rum, weil die natürlich dann zu groß für die ganze Sache sind. Das ist ein bisschen schade.
ihr sehen könnt, sind die Kopfbänder jetzt auf der linken Seite alle drin. Das ging relativ schnell. Ich musste natürlich wieder jedes einzelne anpassen, aber sie sind jetzt drin und fallen auch nicht so schnell von alleine raus. Das heißt, ich versuche jetzt den Längsträger, der jetzt hier momentan in der Mitte drauf liegt, wieder rüber zu rollen und auf die einzelnen Balken wieder draufzusetzen. Das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen kompliziert, dann das alles so einzupassen, dass halt alle fünf Elemente passen. Wenn mir das gelingt, dann wechsle ich auf die andere Seite und setze doch noch die drei Balken ein und dann sehen wir weiter. Seite ist jetzt fertig. Der Längsbalken ging jetzt tatsächlich wieder einigermaßen gut drauf. Das heißt, die Seite hat jetzt komplett alle Kopfbänder, der Längsbalken ist drauf und alle Holztübe sind drin. Das heißt, diese Seite ist jetzt so fertig, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Bevor ich jetzt die andere Seite anfange, muss ich auf der Seite diesen Querbalken, der zur Sicherung dran war, wieder abmachen. Und diese Gelegenheit werde ich nutzen, um dort Latten, Querverstrebungen in diese Zwischenräume zu machen. Dafür habe ich mir Dachlatten gekauft, 4x6 cm. Geplant habe ich das Ganze jetzt mit 4 Querverstrebungen pro Segment, also zwischen diesen Balken. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich erstmal 2 machen, oben und unten, damit ich die Abstände genau gleich habe zwischen diesen Balken. Und die restlichen Querverstrebungen mache ich dann später. Nur das würde ich halt jetzt gerne machen, bevor ich diese Querverbindungen abmache, den Balken, damit das Ganze dann, wenn ich den löse, gleich genau so steht, wie es dann final auch stehen soll. Das ist jetzt die Latte, die ich hatte, um die Überplattungen in den 4-Meter-Balken anzureißen. Das heißt, das ist genau der Abstand zwischen den zwei Stützpfeilern oder zwischen den Stützpfeilern. Und die nehme ich jetzt auch gleich wieder zum Sägen dieser Dachlatten. Wie gesagt, 4x6 cm, und die kommt dann in die Zwischenabstände rein. Diese Querverbindungen könnte man jetzt auch irgendwie ganz toll mit den Balken verzapfen oder irgendwo eine ganz tolle Verbindung schaffen. Ich werde jetzt hier einfach solche Schräglöcher nutzen, um das Ganze einfach so schnell wie möglich da anzubringen. Man sieht diese Dinger am Ende wahrscheinlich eh nicht mehr, weil ich das irgendwann dann vorne verkleiden will. Das heißt, ich mache mir jetzt hier das Leben leicht und schraube diese Dinger einfach fest. So, das heißt, ich habe jetzt hier einfach diese Pocket Holes eingebohrt und werde das Ganze jetzt einfach verstauben. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt im Video rüberkommt, aber so hört es sich auf jeden Fall an, wenn es auf dem Blechdach regnet. Es ist relativ laut hier drin. Ich werde jetzt pro Zwischenraum erstmal nur eine Verstrebung anmachen, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich die richtigen Schrauben nicht mit habe. Das heißt, ich habe hier Senkkopfschrauben mit und die sind natürlich für die Pocket Holes ziemlich ungünstig, denn da drin ist ja so ein Rand und die Senkkopfschrauben, die sorgen eher dann dafür, dass das Holz auseinander geht, als dass die Schraube da schön einen Anschlag findet. Das heißt, wie gesagt, ich werde jetzt nur provisorisch erstmal eine Verstrebung pro Zwischenraum unten machen und den Rest werde ich dann machen, wenn ich die richtigen Schrauben mitgebracht habe. Es regnet gerade wieder sehr stark. Ich weiß nicht, inwieweit ich das Regengeräusch dann danach irgendwie ein bisschen abmildern kann. Aber ich versuche trotzdem mal euch kurz was zu erzählen.
für den Fall, dass das nicht funktioniert, vertone ich das Ganze dann einfach nach. Und zwar habe ich hier das Problem, dass die Beine alle leicht nach hinten gekippt sind, weil ich hinten keine Fixierung habe irgendwie, um den Balken davor zu bewahren, dass er nach hinten an die Wand rankippt. Das heißt, auch ohne der Balken, er steht leicht schräg. Und ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, wie ich den oben einen Stück nach vorne kriege, sodass die Balken am Ende erstmal alle wieder gerade stehen. Und das werde ich jetzt machen. Wie? Keine Ahnung. Das ging jetzt besser und schneller, als ich eigentlich gedacht hätte. Und zwar habe ich jetzt einfach hier oben ein Spanngurt um die Ecke gemacht und habe das hier runter zu abgespannt. Haben wenige Züge mit dem Spanngurt gereicht und dann steht das Ganze gerade, vor allen Dingen der hintere Balken, dieser da. Und die anderen werde ich jetzt daran ausrichten und dann oben die Bänder reinmachen. Jetzt habe ich doch noch hinbekommen, dass alle Kopfbänder drin sind. Ich habe die Längsbalken nochmal runtergenommen und so konnte ich die Querbalken hochheben und die Kopfbänder entsprechend einbinden. Das hat ganz gut funktioniert. Das Einschlagen der Holztübel hat nochmal etwas länger gedauert, denn die drei Löcher der Verbindung, die lagen natürlich nicht immer exakt übereinander, so dass ich noch die ein oder andere Schnitzkunst vollführen musste, damit dann ich diese Dübel auch einschlagen konnte. Bei einigen, bei anderen ging es auch ganz gut. Jetzt sind aber alle drin und sind auch alle fest. Ich freue mich jetzt, dass das Ganze soweit fertig ist. Ich habe jetzt das Auto noch voller USB-Platten. Die muss ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwie reinbringen in die Werkstatt. Und dann werde ich mal schauen, ob ich vielleicht schon die eine oder andere Platte drauflege oder ob ich das dann an einem anderen Tag mache. Wenn mein Plan aufgegangen ist, dann sind jetzt erst 2, 3, 4 Minuten des Videos um und ihr habt gesehen, wie ich noch die Kopfbänder und die Holztübel eventuell eingebracht habe. Ich wollte euch jetzt nur nicht noch ein Video mit Hochebene bauen präsentieren. Deswegen, heutiges Thema ist natürlich der Fußboden für die Hochebene. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann können wir die nutzen und das Thema ist erstmal beendet. Ein neuer Tag in der Werkstatt. Heute geht es darum, dass diese USB-Platten da hochkommen und der Boden der Hochebene somit fertig wird. Die ersten 4 Platten liegen jetzt oben und jetzt bin ich gerade dabei, Strom nach oben zu legen, um mit der Stichsäge dann die entsprechenden Aussparungen hier an der Seite zu machen, damit ich die erste Platte ganz ranschieben kann und dann geht es weiter mit der restlichen Verlegung. Die USB-Platten sind jetzt alle oben, wie ihr sehen könnt, liegen erstmal kreuz und quer drauf. Die einzige, die fest montiert ist, ist die in der Ecke oben.
weil ich da auch am meisten ausschneiden musste, wegen des Schrägbalkens, der da runter geht und so weiter. Die ist also jetzt schon fest. Ach nein, und die zweite ist auch schon fest. Und ich werde jetzt wieder hochgehen und werde erstmal bis rüber alle festschrauben, die ich nicht sägen muss. Und am Ende wird dann voraussichtlich irgendwie so 20, 30 cm übrig bleiben, die ich dann quasi noch absägen muss. Ich bin jetzt gerade auf die Hochebene umgezogen mit der Kamera und dabei hat sie mich irgendwie im Stich gelassen und mag nicht mehr filmen. Das heißt, ich bin jetzt aufs Handy umgestiegen und bin jetzt hier oben auf der Hochebene und werde jetzt hier erstmal die Platte auf Maß schneiden. Dafür nehme ich die Handkreissäge und schau mal, wie gut das geht. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Ich hatte es jetzt genau auf 22 bzw. 22,5 mm eingestellt, die Tiefe der Säge. Und ja, das hat erstaunlich gut funktioniert. Der Balken ist komplett unversehrt und das habe ich hier quasi bis auf die letzten Fasern durchgeschnitten und konnte das jetzt hier ganz leicht einfach abknicken. So ist das super. Ich melde mich nochmal von der Hochebene. Ich habe mal wieder so einen typischen Fehler gemacht, wenn man einfach nicht nachdenkt, sondern einfach irgendwas tut und dann irgendwie feststellt, warum? Und zwar, diese Platten haben ja Nut und Feder. Und ich habe jetzt die Platten auf der vorderen Seite, also die Richtung Tor zeigen, habe ich jetzt mit der Feder vorn anschlagen lassen. Also nicht anschlagen, sondern mit Ende des Balkens bündig gelegt und habe jetzt hinten die Nute abgeschnitten. Was ja total sinnlos ist, weil ja die nächste Platte wieder eine Feder hat. Warum? Und das Ärgerliche ist halt, dass ich nicht nur diese Platte jetzt verschnitten habe, sondern dass die nächste, dass ich da ja jetzt die Feder absägen muss. Sonst schickt die ja dazwischen. Das sieht ja dann auch blöd aus. Genau, ich habe jetzt zum Glück nur zwei Platten bisher geschnitten. Das ist also, ja, blöd, aber geht schon noch. Die restlichen Platten hier vorne habe ich zwar jetzt schon angeschraubt, aber die kann ich einfach nochmal losmachen, noch ein Stück vorschieben. Und dann passen auch gleich die da hinten. Die muss ich nämlich dann in der Länge gar nicht schneiden, was ich sehr gut finde. Und das war jetzt auch so der Punkt, wo ich drauf gekommen bin, warum diese Platten jetzt da hinten nicht hinpassen, wenn ich die vorderen hinlege und dachte, ja klar, die muss die ja dann noch absägen. Aber nee, muss ich nicht, weil Nutfeder blöd. Also, ärgerlich. Aber egal. Manchmal sollte man einfach drüber nachdenken, was man tut, bevor man es tut. Ergibt das Sinn? Ja, ich glaube schon. Gut, ich mache mal weiter. Ich muss jetzt bloß schauen, dass ich mir noch einen Platz lasse, um runterzukommen. Hier steht die Leiter. Das ist dummerweise die Seite, wo ich anfangen wollte mit den Platten legen, weil ich ja eben diesen Balken ausgeschnitten habe. Das heißt, mit der Platte fange ich an und dann kommen die anderen noch drauf. Das heißt, ich werde jetzt meinen Aufstieg mal umbauen und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt sind die Platten hier, also 8 Platten festgeschraubt. 9 Platten sind festgeschraubt. Was noch fehlt, ist drüben ein schmaler Streifen und hier hinten die Lücke. Das ist quasi nochmal eine komplette Platte und noch ein kleiner Streifen. Das habe ich jetzt noch nicht reingemacht, weil da momentan der Auf- und Abstieg ist. Und wenn ich das zumache, dann habe ich nur noch so einen Streifen und so schlank bin ich nicht. Genau. Falls ihr euch fragt, wie hoch das hier oben ist, also jetzt hocke ich gerade hier rum und habe jetzt noch bis zum Blech über mir vielleicht 30 cm. Moment. So, der Balken hier hinten, der dürfte so ungefähr 20 cm sein. Genau, und ich kann jetzt hier also noch ein ganzes Stück nach oben, aber jetzt ist dann noch Schluss.
Und da das Dach ja schräg ist, also hier vorne, ist es ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter, würde ich schätzen. Und wenn ich jetzt mal hier hinter gehe, dann, wenn ich mich hier reinstelle, dann kann ich sogar gerade stehen. Ich bin in knapp 1,78 Meter, nein, ich bin in 1,78 Meter, in knapp 1,80 Meter. Und an der allerhöchsten Stelle könnte ich quasi hinter den Balken gerade so stehen. Ansonsten hier, ja, mit eingezogenem Kopf kann ich auch ein bisschen stehen, aber ich will ja hier unten, wie gesagt, auch nicht irgendwie arbeiten oder ähnliches, sondern das ist ja in erster Linie ein Lager. Für was genau, weiß ich auch noch nicht, aber Platz kann man immer gebrauchen. Deswegen dachte ich mir, Hochebene ist gut. Okay, ich mache jetzt erstmal Schluss, aber wenn ich das nächste Mal hier bin, dann wird die Lücke geschlossen und ich muss mir noch was anderes überlegen, wie ich hier hochkomme. Denn mit dieser Bockleiter, die da doch ein ganzes Stück zu kurz ist, ist es schon eine echt wackelige Angelegenheit. Jetzt haben wir hier ein bisschen Gegenlicht, weil genau da ist meine Leuchte hier, meine Neonröhre. Und die blendet halt die Kamera ein bisschen. Aber ich wollte euch kurz zeigen, warum es relativ ungünstig ist, einfach von vorne eine Leiter anzustellen. Denn da ist diese Alu-Blechkante. Diese. Und die ist ungefähr, naja, ich würde mal sagen, 30 bis 40 cm von der Hochebene entfernt. Das heißt, da müsste ich mich durchquetschen, damit ich hier hochkomme. Das heißt, ich muss auf jeden Fall durch irgendeine Art Luke oder Loch hier hoch auf die Hochebene, durch den Boden durch und vorne einfach hoch, fällt aus. Gut, ich mach los und wir sehen uns gleich wieder. Ein neuer Abend, eine neue Mütze und eine neue Leiter. Heute ist alles neu und ich beende heute das Projekt Boden der Hochebene. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese Lücke zu schließen, also dieses schmale Stück, das sind ungefähr 30 cm. Das heißt, ich muss eine USB-Platte längs schneiden und dann auf der Seite, hier wird eine Lücke gelassen für den Aufstieg und hier hinten das letzte kleine Stück. Das muss auch noch verschlossen werden. Das sind jetzt die drei Punkte, die noch gemacht werden müssen. Und natürlich dann auf der Vorderseite. Die Kante muss noch sauber abgesägt werden. Ich hoffe, dass ich das jetzt relativ zeitnah hinbekomme und nicht noch irgendwelche unerwarteten Dinge zum Vorschein kommen. Ich denke, das soll ich relativ schnell hinbekommen, wenn ich nicht noch mehr Fehler mache. Und dann bin ich mit dem Boden der Hochebene fertig. Juhu! Ja, meine Kamera macht mir leider immer noch Spänzchen. Die ist jetzt einfach wieder ausgegangen. Die ist schon zur Reparatur angemeldet. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt irgendeinen Ersatz finde. Und das heißt, ihr habt jetzt spektakulär verpasst, dass ich diese eine USB-Platte festgeschraubt habe. Mal schauen, wie lange die Kamera noch mitmacht, dass ihr den Rest auch noch seht. Das Stück ist jetzt fertig. Ich habe jetzt also hier hinten nur noch diese Spalte und ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie groß ich den Ausschnitt für diese Leiter mache. Eine Möglichkeit wäre das ja von Balken bis Balken hier wirklich einfach noch ein Stück zurückzuschneiden oder ob ich einfach hier zwischendrin ein Stück zurückschneide. Aber natürlich ist dann die Ecke ja nicht unterfüttert. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel hier absägen würde, dann wäre hier ja nichts drunter und spätestens wenn ich mich irgendwann mal an dieser Ecke abstütze, würde die abbrechen. Da es sich dabei um eine USB-Platte handelt und man das auch jederzeit nochmal rückgängig machen könnte, werde ich jetzt einfach von Balken zu Balken hier einfach ungefähr 20-30 cm in die Platte reinsägen und hier einfach so ein Rechteck aussägen und dann sollte das erstmal passen. Ich weiß halt auch noch nicht, wie die finale Treppe dann mal aussehen wird, die ich hier reinbauen möchte. Ich habe natürlich so eine grobe Vorstellung, wie das aussehen könnte, aber erstens weiß ich nicht, ob das die finale Lösung ist und zweitens habe ich natürlich auch noch keine Maße mehr jetzt konkret überlegt. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal so machen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das in der Praxis bewährt, beziehungsweise ob man vielleicht noch auf eine bessere Idee kommt. Und im allerschlimmsten Fall tauscht man einfach diese USB-Platte aus und dann ist auch gut. Jetzt kann ich zumindest erstmal wieder runter, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt räume ich hier oben ein bisschen zusammen und mache das letzte Stück da hinten noch drauf. Und dann
passt das. Ich hatte jetzt eine Idee, etwas Material zu sparen und mir die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Und zwar werde ich diese halbe Platte, die ich hier vorne längs abgeschnitten habe, jetzt einfach nutzen, um die da hinten drauf auf dieses Loch zu machen. Das ist zwar ein paar Zentimeter zu schmal, aber das stört mich nicht. Das liegt ja dann auf dem Balken auf. Und ich muss jetzt keine komplett neue USB-Platte anschneiden für dieses kleine Stück da hinten. Und wer weiß, für was wir die USB-Platte noch gebrauchen können. Das heißt, ich säge jetzt hier einfach ein Stück ab und schraub das einen drauf. Ich wage es kaum laut auszusprechen, aber die Hochebene ist fertig. Yay! Der Boden ist drauf, es ist alles verschraubt, es ist gestaubsaugt. Das heißt, man kann jetzt hier drauf lagern und räumen. Wie gesagt, was genau weiß ich noch nicht, aber es wird sich mit Sicherheit genug anfinden. Das sind jetzt reichlich 12 Quadratmeter, also 4 Meter lang und 3,40 Meter so in der Drehe breit. Und das ist eine Menge Platz, um irgendwas zu verstauen. Das finde ich super. Heute neu, wie im Intro schon gesagt, ist auch die Leiter. Das ist so eine Teleskopleiter, die man ausziehen kann. Und die ist perfekt wie für hier gemacht. Die reicht genau. Hat oben zwei solche Gummigriffe, wo man die auf den Balken drauf machen kann. Ich habe das Ganze jetzt noch mit einer Wandschlinge gesichert. Das heißt, die steht relativ steil für den theoretischen Fall, dass man nach hinten umkippen würde. Dann hält die Wandschlinge das Ganze und es ist quasi jetzt total super. Im Gegensatz zu dieser Bockleiter, die ja nur 2,40 Meter hoch war. Und das heißt, ich musste dann noch ungefähr 70 cm überwinden von der obersten Stufe. Das war nicht ganz so praktisch, vor allen Dingen, wenn man irgendwie die Hände voll hat oder so, dann ist das doch relativ wackelig, das Ganze. Meine Kamera habe ich heute am Anfang des Videos ja nochmal kurz ausprobiert. Die hat leider wieder den Geist aufgegeben, das heißt, die geht jetzt zurück bzw. zur Reparatur. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber ich fürchte, die ist einfach nicht für den Dauerbetrieb geeignet, was ich bei dem Preis schon merkwürdig finde. Ich bin mal gespannt, was der Hersteller dazu sagt. Da meine einzige Beleuchtung hier in dieser Garage diese schöne Neonröhre ist und die ja jetzt über der Hochebene ist, ist es unten jetzt sehr dunkel. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dort jetzt Videos zu machen, denn ihr würdet nicht viel von mir sehen und die Videoqualität ist durch das Handy jetzt schon schlecht genug. Im nächsten Video werdet ihr dann hoffentlich wieder was sehen können. Zum einen, weil ich das am Tag mache und dann hoffentlich das Tor wieder aufmachen kann und es vielleicht auch ein bisschen wärmer ist als heute. Und zum anderen, weil die LED-Panels von unten an diesen Boden kommen und es dann unten drunter hoffentlich ausreichend gut ausgeleuchtet ist. Davon gehe ich eigentlich aus. Das soll es also für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Benehmt euch bis dahin, bleibt gesund und tschüss.